Hey Leute, mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Heute geht es in einer neuen Lightroom Tutorials Folge um Porträtbearbeitung. Das haben nämlich ganz viele von euch angefragt und ich dachte mir, ich probiere das einfach mal, euch mal meine Tipps ein bisschen weiterzugeben, was ich so in dem Porträtbereich in Lightroom genau mache. Viel Spaß dabei! Bevor wir mit dem Tutorial anfangen, möchte ich euch noch ganz kurz auf meine neue Facebook-Gruppe hinweisen. Die heißt Photoshop, Lightroom und Fotografie lernen. Die gibt es jetzt seit 2 oder 3 Wochen, glaube ich. Da sind schon einige Leute beigetreten. Und diese Gruppe hat einfach den Zweck, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, dass man Fragen stellen kann, wenn man Probleme hat. Man kann Bilder posten, die dann bewertet werden können oder kommentiert werden können, wie auch immer. Also zu all diesen Themen, ihr könnt hier Fragen stellen. Ich setze da wirklich keine Begrenzung, außer natürlich Spam und so weiter. Aber ihr könnt ansonsten hier alles reinposten, was euch beschäftigt mit den ganzen Themen. Ihr könnt euch Tutorials von mir wünschen oder auch von anderen Leuten. Vielleicht sind auch andere Leute hier in der Gruppe mit dabei, die schöne Tutorials erstellen. Die können die natürlich hier auch posten. Und ja, wenn ihr noch nicht beigetreten seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun, denn es lohnt sich. Fangen wir endlich mit dem Tutorial an. Ja, wie gesagt, das Thema ist Porträts bearbeiten in Lightroom und ich zeige euch jetzt einfach mal meinen Weg, wie ich das mache in Lightroom. Es gibt viele verschiedene Wege und Ansätze, wie man das machen kann. Ich würde nicht sagen, dass es einen richtigen und einen falschen Weg gibt, sondern es gibt einfach viele verschiedene Wege, wie man zum Ziel kommen kann. Jeder sollte da auch seinen eigenen Stil entwickeln und das Ganze hier soll euch eigentlich nur so ein bisschen inspirieren, wie man das Ganze angehen kann für den Anfang, wenn ihr jetzt noch Anfänger seid. Oder wenn ihr auch schon weiter drin in dem Thema steckt, dann sind vielleicht trotzdem ein paar Sachen mit dabei, wo ihr euch sagt, okay, ich hatte das bisher anders gemacht, vielleicht ist diese Methode besser. Vielleicht sind auch meine Methoden nicht so gut wie eure, dann könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare posten, dann kann ich noch was von euch lernen. Und ja, so können wir uns halt gegenseitig einfach helfen. Okay, fangen wir doch einfach mal an. Übrigens, da komme ich gleich zu dem ersten Punkt, wo mir schon letztens mal ein Tipp gegeben wurde, und zwar genau in dieser besagten Facebook-Gruppe. Da ging es um das Thema, ob es nicht sinnvoll ist, am Anfang die Profilkorrekturen zu aktivieren, weil das Bild ja dadurch etwas entzerrt wird und auch etwas heller wird, manchmal, weil die Vignettierung entfernt wird. Und da hat der Mike Killer, hieß er, glaube ich, in unserer Gruppe geschrieben, dass viele Profifotografen das wohl zuerst tun, damit später die Belichtung im Bild nicht nochmal nachträglich beeinflusst wird, wenn man schon alle Einstellungen in dieser Basic-Palette ganz oben eingestellt hat. Und das fand ich schon mal einen interessanten Denkansatz und ich werde es heute jetzt auch einfach mal probieren. Ich werde jetzt am Anfang einfach mal in die Objektivkorrekturen gehen und die Profilkorrekturen aktivieren und auch die chromatischen Aberrationen entfernen. So. An dieser Stelle danke an den Mike Killer und genau, jetzt werden wir einfach mal dann wieder hochgehen und hier in den Grundeinstellungen oder in der Basic-Palette unsere weiteren Einstellungen vornehmen. Ich werde jetzt das ganze Bild ein klein bisschen aufhellen, weil ich bin eher ein Fan von etwas überbelichteten Bildern als unterbelichteten Bildern. Gerade so bei Porträts gefällt es mir eigentlich ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr Licht drin haben. Ja, machen wir mal nicht zu viel. Ich denke mal so 0,3 Blendenstufen drüber ist ganz gut. Ich werde allerdings auch, normalerweise kennt ihr das ja, in Landschaft und so weiter, dunkle ich die Lichter ein bisschen ab. Das werde ich allerdings im Porträtbereich gar nicht machen, sondern ich werde auch die Lichter etwas anheben, um das ganze Bild noch ein Stück heller zu machen. So gefällt mir das ganz gut. Und auch die Tiefen werde ich ein kleines Stück anheben. Ja. Um allerdings ein bisschen Kontrast wieder reinzukriegen, werde ich die Schwarzwerte, können wir sogar mit gedrückter Alt-Taste machen, und bis wir da die ersten Pixel sehen, werde ich die Schwarzwerte wieder ein bisschen abdunkeln, um einfach ja so ein bisschen Kontrast wieder reinzukriegen. Also, dass die Schwarzwerte tatsächlich auch wieder schwarz sind. So gefällt mir das ganz gut. Ein klein bisschen Kontrast können wir insgesamt dem Bild auch noch geben. Ja, das gefällt mir so. Jetzt können wir uns den Weißabgleich nochmal angucken. Eigentlich gefällt er mir so schon relativ gut. Ich würde trotzdem gerne mal einfach selber ein bisschen rumspielen und mal gucken, wie es aussieht, wenn man das Ganze ein bisschen hin und her schiebt. Also ihr seht schon, wenn man das jetzt ins Gelbe schiebt, das wird gar nichts, denn dann sieht man hier schon an den Wänden, das ist viel zu gelb und das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Jetzt können wir mal probieren, was passiert, wenn man es so ein bisschen ins Bläuliche noch schiebt, also ein bisschen die Temperatur abkühlt noch, sage ich mal.
Und das ist schon eher ein Stil, gerade so in diesem Business-Bereich, der mir schon ganz gut gefällt eigentlich. Also vielleicht werde ich das ganze Bild hier noch ein bisschen kühler machen. So sieht das schon ganz gut aus. Dann werde ich oft gefragt, so Klarheit, bin ich ja allgemein nicht so ein Freund von und gerade in der Porträtfotografie kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein Stil man fährt. Also es gibt auch Leute, die ballern da richtig Klarheit rein. Gerade so bei Männerporträts kann das auch ganz gut wirken, wenn man so ein Charakterporträt zum Beispiel fotografiert. Also wenn man wirklich schon so Leute, Personen vor der Kamera hat, die so ein bisschen vielleicht auch vom Leben gezeichnet sind und wirklich schon, ja, so ein, den man halt ansieht, dass sie schon wirklich gelebt haben. Also da wird dieser Klarheitsregler wahrscheinlich richtig gut funktionieren. In dem Fall jetzt hier werde ich das allerdings nicht machen, denn ich glaube nicht, dass René schon in dem entsprechenden Alter ist. Er hat schon eine Menge Lebenserfahrung, das weiß ich, aber den Klarheitsregler werde ich trotzdem mal nicht anfassen. So, dann werde ich das Ganze mit ein ganz klein bisschen entsättigen, denn ich mag das so ein bisschen, diesen entsättigten Look bei Porträts. So gefällt mir das schon ganz gut. Und ich werde außerdem hier auch nochmal in diesen einzelnen Farbeinstellungen, werde ich auch nochmal die Sättigung in den Orangewerten ein bisschen rausnehmen, weil ich finde, dass die Orangewerte, also diese Hauttonwerte, doch immer ein bisschen sehr gesättigt aussehen auf den Fotos. Und da nehme ich das ganz gerne mal so ein bisschen raus. Genauso die Rotwerte, dann kann man auch noch so ein bisschen, genau. Dann sieht die Haut, finde ich persönlich, einfach ein bisschen schöner aus, ein bisschen ausgeglichener. So, dann gehen wir mal noch weiter runter. Jetzt kommen wir hier in die Detailspalette. Da werde ich das Bild auf jeden Fall noch ein bisschen nachschärfen. Dazu gehe ich mal hier in die 100%-Ansicht von dem Bild und werde das Ganze ja wieder so mit meinem Standardbetrag von 80 schärfen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Schärfe im Bild drin. Das gefällt mir schon ganz gut. Ihr seht auch, ich habe relativ offenblendig fotografiert, um den Hintergrund einfach so ein bisschen vom Vordergrund vom Model ja, zu extrahieren. Ich kann mal kurz gucken in die Einstellungen. Das habe ich mit einer Blende 3,2 fotografiert, ISO 100 und einer 200. Sekunde. Ich habe dann zusätzlich noch geblitzt, um hier einfach so ein bisschen Aufhellung im Gesicht noch zu haben. Und man sieht auch hier in der Reflexion, ich glaube, das ist sogar die Reflexion von meiner Softbox. Ja, wie gesagt, die Einstellung hier in der Profilkorrektur und die chromatische Aberration habe ich bereits alles angeklickt. Ich werde jetzt erstmal hier noch die Information wieder ausblenden. Und ich werde dem Bild so eine kleine Vignette vielleicht noch geben, um das so ein bisschen abzuschließen. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. So, was ist als nächstes zu tun? Das waren jetzt erstmal die Grundbearbeitungen und die waren ja relativ ähnlich zu dem, was ich sonst auch immer tue. Jetzt werde ich mir das Bild einfach mal angucken und schauen, was mich noch so stört. Zum einen stört mich auf jeden Fall diese Reflexion hier von dem Blitz. Die will ich unbedingt raus haben, denn ich finde, die ist einfach, ja, da ist viel dunkel drumherum und dann halt dieser weiße Spot. Der lenkt halt sehr, sehr schnell das Auge vom Betrachter auf sich. Und das will man ja eigentlich vermeiden, denn das Auge soll ja eigentlich sofort in das lachende Gesicht kommen. Genauso stört mich das hier oben noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Schild von der Feuerwehr oder so war, irgendeine Brandschutzmeldung oder so. Das will ich auch nicht drin haben. Das kann ich mir sogar vorstellen, dass wir das einfach rauskroppen gleich aus dem Bild. Also das Bild einfach noch ein bisschen beschneiden. Denn hier oben haben wir auch noch ein klein bisschen Platz. Das können wir auch noch ein bisschen machen. Und hier auf der rechten Seite habe ich so ein bisschen, um noch ein bisschen Vordergrund zu haben, habe ich da so ein bisschen die vordere Hauswand noch mit reingenommen. Aber vielleicht auch ein Stück zu viel. Müssen wir mal gucken. Also ich werde jetzt als erstes mal das Zuschneiden oder Crop-Werkzeug hier nehmen, je nachdem, wie ihr das nennen möchtet. Und werde jetzt hier einfach mal mit gedrückter Shift-Taste, um die Seitenverhältnisse beizubehalten, werde ich jetzt als erstes mal hier dieses Schild rauskroppen. Das gefällt mir schon so ganz gut. Und ich werde mal gucken, ob ich das so rauskroppe. Nee, das ist zu viel. Das werde ich mal so lassen. Außerdem wäre es ja auch zu einfach, wenn man das einfach immer rauskroppt. Ich will euch jetzt eher mal zeigen, wie das funktioniert, wenn man das so rauskopiert. Und dafür gibt es ja schöne Werkzeuge in Lightroom. Unter anderem gibt es ja zum Beispiel das Spot Removal. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das in Deutsch? Den Bereichsreparaturpinsel, genau. Ich gucke mich immer auch relativ viele englische Tutorials und da steht immer das Spot Removal Tool, heißt es, glaube ich, auf Englisch. Naja, wie auch immer, ich werde jetzt hier die Größe mal etwas
einstellen, dass das ungefähr passt. Ja, nicht zu groß. Ungefähr so. Also er sollte ungefähr so groß sein, der Pinsel, wie der Spot an sich. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal drüber fahren. Noch so ein bisschen außenrum mit gedrückter Alt-Taste. Dann kann man das noch so ein bisschen vergrößern. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob er das rauskopieren kann, so dass man das nicht unbedingt so direkt sieht. So. Also von nahen sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich werde jetzt einfach mal aus dem Bild herauszoomen. Ja, und es gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Wenn man es jetzt nicht weiß, dass ich da was gemacht habe, dann stelle ich mir schon vor, dass das jetzt nicht sofort ins Auge sticht. Das könnte genauso gut auch eine Reflexion aus dem Hintergrund sein. Wichtig ist halt einfach nur für mich jetzt gewesen, dass dieser Punkt halt nicht mehr so dominant im Bild zu sehen ist. So, dann haben wir uns mal so ein bisschen um den Hintergrund gekümmert. Jetzt kümmern wir uns mal noch so ein bisschen um das Model. Denn auch hier können wir noch so ein bisschen was machen. Und gerade so in dem Bereich Dodge and Burn. Ihr habt vor ein paar Wochen ein Video von mir gesehen, hoffentlich. Wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, dann schaut es auf jeden Fall mal. Ich glaube, das ist vor 3 Wochen rausgekommen. Da habe ich ein Video zum Thema Dodge and Burn gemacht. Da ging es zwar nicht um Porträtbearbeitung, aber das kann man 1:1 so übernehmen. Dodge and Burn heißt einfach, dass ich noch so ein paar Stellen mit Lichtern aufhelle und andere Stellen mit Schatten abdunkel. Und ich kann quasi mit Licht malen. Und das kann ich halt auch in Lightroom machen. Also dazu brauche ich kein Photoshop. Das habe ich in dem Video auch gezeigt, dass man das alles sehr schön mit Lightroom machen kann. Und das Erste, was mir hier so auffällt, ist, das macht man eigentlich immer so ein bisschen bei der Porträtbearbeitung, dass man hier so unter den Augen noch so ein bisschen aufhält. Weil hier sind immer so ein paar Schattenbereiche drin. Das ist anatomisch ganz normal. Aber man kann ihn auch so ein bisschen aufhellen, um einfach so ein bisschen das Gesicht gleichmäßiger zu gestalten. Und dafür nehme ich jetzt hier einfach mal diesen Pinsel, dieses Pinselwerkzeug. Drückt mal mit gedrückter Alt-Taste hier oben rauf, dann seht ihr, dass hier Zurücksetzen steht. Dann werden alle Einstellungen hier auf 0 zurückgesetzt. Wichtig ist auch, dass das automatisch Maskieren hier unten deaktiviert ist. Und dann werde ich so ein ganz klein bisschen Belichtung nehmen. Ja, man darf echt nicht übertreiben. Und dann einfach mal gucken, dass ich jetzt mal rüber male. Ihr seht jetzt auch die Größe von meinem Pinsel, die kann ich noch ein bisschen kleiner machen. Es gibt übrigens 2 Kreise hier drin. Der erste Kreis, also der innere Kreis ist quasi, da wird überall mit 100% gemalt. Und der äußere Kreis, das ist dann quasi so die weiche Kante. Das kennt man wahrscheinlich auch schon aus Photoshop. Ich kann hier unten die weiche Kante einstellen. Die ist bei mir auf Maximum eingestellt. Und alles, was quasi in diesem äußeren Kreis drin ist, das ist dann die weichere Kante, wo es dann so quasi verläuft. So, und jetzt werde ich den Pinsel noch so ein bisschen kleiner machen. Und jetzt hier einfach mal so unter dem Auge einmal entlang malen. So, jetzt muss man echt aufpassen, dass man das nicht zu viel macht. Ich finde das mit der Belichtung hier schon fast zu viel, deswegen nehme ich die immer noch ein Stück wieder raus. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Ist immer noch ein bisschen viel. Ich kann das jetzt auch mit der Tastatur hier einfach mal eingeben und werde das mal so einstellen. So gefällt mir das schon ganz gut. Genauso werde ich das jetzt hier drüben auch noch machen. Einfach die Partie unter den Augen so ein bisschen aufhellen. Und man kann jetzt auch mal so ein Vorher-Nachher-Vergleich hier machen, indem man hier unten mal auf diese Schaltfläche drückt, dann wird der Effekt immer ein- und ausgeblendet. Vorher, nachher. So ist es mit, so ist es ohne. Und so ist es mit. Mein Rechner hängt so ein bisschen im Moment hier, also ihr merkt es schon, der hat ganz schön mit der Videoaufnahme zu tun, deswegen dauert das hier gerade etwas länger. Aber ihr versteht das Prinzip. Und jetzt kann ich auch mir hier einen neuen Pinsel erstellen, indem ich hier auf Neu klicke. Und dann werde ich mal den nächsten Pinsel nehmen und den etwas abdunkeln. Und dann hier zum Beispiel mal über die Bartpartie noch fahren, um mal hier einfach das Ganze etwas abzudunkeln. Ja, das kann man relativ sauber machen hier. Schön über den Bart rüberfahren. Und hier oben auch nochmal. So gefällt mir das schon sehr gut. Das ist fast auch schon wieder ein bisschen viel. Also man muss echt aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Ich denke mal, so sieht das schon ganz gut aus. Und jetzt mache ich auch wieder den Vorher-Nachher-Effekt. Achtet jetzt mal auf den Bart. Der ist jetzt noch ein Stück heller. Und wenn ich das wieder einblende, dann ist er ein Stück dunkler geworden. Und so kann ich das zum Beispiel jetzt auch mit den Augenbrauen machen. Also ich gehe eigentlich immer durch die verschiedenen Bereiche im Bild durch und das, was eh schon dunkel ist, mache ich dann meistens noch ein bisschen dunkler und was helles mache ich meistens noch ein bisschen heller, um einfach so ein bisschen den dreidimensionalen Effekt noch
ins Bild zu bekommen. So, auf der Seite mache ich das ja auch noch. Und so gefällt mir das schon sehr gut. Das kann man jetzt hier noch ewig fortführen, aber ich wollte euch jetzt auch einfach erstmal nur so das Prinzip ein bisschen zeigen, wie das Ganze dann am Ende aussehen soll. Ich mache jetzt nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah das Bild aus, als wir begonnen haben. Und jetzt nach unseren Bearbeitungen sieht das Bild so aus. Ja, es ist nicht allzu viel passiert, sage ich mal. Wir haben ein paar farbliche Korrekturen vorgenommen. Wir haben so ein bisschen Dodge and Burn im Gesicht gemacht. Wir haben verschiedene Bereiche im Bild, die uns gestört haben, noch so ein bisschen ausgeblendet. Und natürlich die klassische Bearbeitung am Anfang, so ein bisschen die Lichter angepasst, die Schatten ein bisschen angepasst. Aber ihr seht, es ist gar nicht so viel, was man machen muss. Also ich würde es in der Porträtbearbeitung nie übertreiben. Ja, also eher auf den natürlichen Look fahren. Es ist natürlich auch immer, wie gesagt, fraglich, was man erreichen möchte, welchen Stil man erreichen möchte. Aber jetzt den Stil, den ich fahre, das ist immer so eher der natürliche Stil. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann werdet ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen. Und außerdem könnt ihr jetzt hier auf der rechten Seite noch die letzten zwei Videos nochmal sehen, die ich produziert habe in den letzten Wochen. Ansonsten in meiner Kanalübersicht gibt es da auch alle Videos. Da gibt es auch Playlists zu Lightroom und Photoshop, zur Fotografie und so weiter. Da könnt ihr einfach mal so ein bisschen durchstöbern. Es kommen wöchentlich neue Videos dazu. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.